Ja, moin, moin, meine lieben Freunde, oder beziehungsweise guten Abend und ein fröhliches Ho, Ho, Ho kommt von mir, eurem Swiss Nerdkultur. Ja, Freunde, wir haben den 6. Dezember und somit Nikolaustag und naja, während die Kleinen heute beschenkt werden von dem lieben Nikolaus oder auch eine Rute bekommen, habe ich mir gedacht, ich werde heute ein Unboxing machen von meinem Weihnachtsgeschenk, das ich mir für dieses Jahr geholt habe. Warum heute nicht am 24., wenn eigentlich Weihnachten ist? Da gibt es ehrlich gesagt zwei Gründe. Der erste Grund ist, ich bin dann nicht hier. Ich kann das Video nicht machen und deshalb mache ich es jetzt. Hier bei diesem 6. Dezember. Und der zweite Grund ist der, ich will in der Weihnachtszeit und aber auch von hier vielleicht der erste Monat des neuen Jahres einfach mal eine Pause geben. Ein bisschen überlegen, ja, was kann dieses Jahr an meinem Kanal besser werden und wo kann ich ein bisschen rumfeilen, welches Projekt könnte gut werden, etc. etc. Denn das Jahr 2022 war ja nicht gerade gnädig im Sinne von meinen Projekten, denn Gotham Knights kam eigentlich wirklich gut an, wurde aber dann blockiert, sprich, ich bekam einen Strike von YouTube selbst, was sehr ungeil war. Und ja, obwohl das Projekt sehr gut ankam, an dieser Stelle nochmal danke vielmals für diejenigen, die das Video angesehen haben. Das war wirklich Bombe, wie da das Interesse war. Zum Zweiten muss ich dann auch schauen, weil das zweite Projekt, das dann auch kam, war ja dann Sonic Frontiers und das ging dann wirklich in die Hose und hat kaum jemand angesehen, also habe ich dann auch das abgebrochen als Streaming-Projekt. Ich bin gerade bei der dritten Welt, falls es jemanden interessiert, ne, und ja, Freunde, aber es geht ja jetzt hier um mein Weihnachts-Unboxing. Und naja, ich habe mir da etwas geholt, was kaum noch zu finden ist. Und naja, ich bin froh, habe ich es noch gefunden. Und zwar ist es, jetzt muss ein Trommelwirbel bitte. Es ist das neue Spiel von Santa Monica Games, God of War Ragnarok, und zwar die Spezialedition. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist wirklich, die findet man wirklich nirgends mehr. Und ist, falls jetzt jemand so sich so denkt, ja, God of War, das kennt man doch aus der PlayStation 2 Zeit. Und jetzt der PlayStation 4 Titel, obwohl das eigentlich jedem, also wer jetzt den PlayStation 4 Titel vollkommen aneinander vorbeigegangen ist, da muss ich sagen, man hat schon ein bisschen hinter dem Mond gelebt. Und zwar ist es der Nachfolger von dem Reboot von God of War. Ja, Ragnarok. Habe ich mich irgendwie drauf gefreut. Und ja, das packen wir jetzt zusammen aus. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Und ja, ich könnte es mir nicht leisten, wenn ich es nicht auf Ratenzahlung hätte machen können. Ja, aber egal. Packen
packe es mal aus. Und da sehe ich gerade, ich habe mein Messer nicht dabei. Deshalb muss ich kurz auf. Da kann man es auch. Das kann man jetzt auch so abnehmen. Jawohl! Oh, oh, oh. Ja. So. Das stellen wir mal weg. Das ist. Wenn ich komme hier auf diese Seite. Ah, sehr schön. Ja. Dann wollen wir doch mal ausmachen. Wenn es mal gehen würde. Vielleicht muss ich es da doch noch irgendwie. Ja, das geht, das geht. Damit ich es auf der anderen Seite rausschieben kann. So. Genau, so habe ich es mir gedacht. So. Und die Kiste, also die Schachtel, ist wirklich geil. Das ist nämlich so, wie beim Spiel, beim Vorgänger, so eine Art Präsentation. Da kann man das hier aufmachen, so. Und, ich muss mal ein bisschen aufstehen. Und so, da sieht man, oh, auf dem Kopf. So, jetzt ist richtig. Wow. Da sieht man eine Art Gemälde. Das wohl den Untergang Ragnarok darstellen soll. Also ganz interessant. Aber hier oben kann man es auch öffnen. Und hier oben ist nämlich das ganze Zeug. Ja. Da haben wir zum einen mal ein Säckchen. Schauen wir noch mal, was in diesem kleinen Sack drin ist. So. Ich finde diese kleinen Goodies von Videospielen immer schön. Wirklich, es ist. Okay, das sieht interessant aus. Das sind Würfel. Ah ja, das sind sogenannte Zwergenwürfel. Okay, sehr schön. Da ist noch einer. Er hat eine Art Holzoptik, aber natürlich ist das nicht aus Holz gefertigt. So viel mal dazu. So, da haben wir dann noch zwei kleine Figürchen. Das ist wohl Freya und das hier, keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das hier sein soll, aber ja, zwei kleine Figuren. So, als nächstes haben wir hier das Steelbook von God of War Ragnarok, richtig schön, die zwei Wölfe hier dargestellt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber die haben einen Namen von der nordischen Mythologie. So, und ich weiß jetzt nicht, ob da hier das Spiel ist. Scheint wohl hier weiterzugehen. Und zwar jetzt können wir das mal hier aufmachen. Dazu werde ich aber jetzt das hier da drauf setzen, wieder, weil das dann einfach viel schöner aussieht. So, genau, denn hier kann man auch was öffnen. Und zwar, auf, hier. Und da kommt eigentlich das zutage, das größte Gute hier in diesem. Ups, ja, genau. Und zwar, so. Mal alles schön mit so machen. So, das machen wir wieder hier.
hier rein. Machen wir mal zu. So. Denn was ist das jetzt? Das Ding ist so groß, deshalb muss ich quasi diese Anfassung aufstellen. Es ist der Hammer von Thor. Oh. So ein Lärm zu machen. Der Hammer von Thor, Mjölnir. Ist richtig geil. Und sieht auch richtig schön aus. Also, da sieht man eigentlich schon, dass sich diese Spezialedition lohnt. Mal hier hinpacken. Also, der hat echt ein geiles Gewicht, dieser Hammer. Und wow. Freunde, das fühlt sich gut an. Klar ist alles aus Plastik, ne? Also nicht aus echtem Stein oder so. Ich hätte mir aber zwar lieber so ein Plastik gewünscht, so, ja. Aber im Großen und Ganzen sieht das richtig geil aus. Also, Santa Monica Studios haben sich da wirklich Mühe gegeben, diese Edition so spannend wie möglich zu halten. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, es gibt noch eine größere Edition. Wollen wir vielleicht kurz mal etwas schauen. Irgendwo muss doch das Spiel sein. Das ist nicht hier drin. Vielleicht... Ich will eben diese Schachtel hier nicht kaputt machen. Die ist richtig cool. Hier drin sein. Das wäre sogar ein bisschen an die Ach, kommt schon. Warte kurz, ich habe ja da zum Glück mein Messer. Wie kriege ich das nicht auf? So. Mein Skalpell. So, rein damit. Und zum Teufel ist denn, hier ist nur ein Download-Code für Digital Content, zeige ich ganz bestimmt nicht. Und hier ist auch wieder ein Download. Code. Jetzt frage ich mich aber, wo das Spiel selbst ist, weil das ist nur das Steelbook. Wo ist das Spiel? Ist es wohl, wartet mal. Nee. Nein. Hier drin ist das Spiel nicht. Zum Teufel ist das Videospiel. Nee, da drum. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, wo das Videospiel denn jetzt ist. So, wartet mal, nochmal nachschauen. Nee. Nein. Ich hoffe jetzt nicht, dass das hier das Videospiel ist, sprich, dass sie einfach mal einen Download-Code reingepackt haben, denn ich
hasse Download-Codes. Da muss ich mir nämlich das Spiel noch physisch dann noch kaufen. Aber wo zum Teufel ist dieses verdammte Videospiel? Na. Ja, mal schauen, vielleicht finde ich das dann irgendwo im Internet. Das ist nur das Rüstungsset zum Glück. Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, geile Edition. Wirklich eine richtig geile Edition, die da gekauft wurde. Und irgendwie passt es ja thematisch auch zu Weihnachten, denn Ragnarok hat ja ziemlich mit Schnee zu tun. Und ja, nur die Gewalt, die passt natürlich nicht zu Weihnachten. Ja, Freunde, das war es jetzt erstmal für dieses Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ihr werdet jetzt eben, wie gesagt, bis zum nächsten Jahr nichts mehr von mir hören, da dieses Quartal, also dieses Jahr für mich hiermit dann auch zu Ende geht. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Setzt ein Like unten und abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann später nochmal. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich, euer Swiss Nerd Kultur und ciao!